Plan heute ist, mit Holz zu grillen. Zunächst einmal das Holz vorzubereiten. Dazu mein Companion. Ein Moral Companion. Wie man sieht, geht es sehr leicht. Das Holz ist trocken. Das Messer für die Preisklasse eigentlich sehr gut. So, jetzt haben wir da etwas an Ergebnissen. Zwei große habe ich mir aufgehoben, damit ich nachher dann eine ordentliche Glut habe, auf die ich hoffe dann meine Koteletts grillen werde können. Der nächste Schritt ist jetzt, ich möchte mal versuchen, Feathersticks geht ja mit dem Holz nicht so. Ich glaube, dazu brauche ich rundes. Aber ich werde versuchen, mir ein bisschen so Holzspäne zu schnitzen. Auch dazu werde ich mein Mora-Messer verwenden und als Vergleich dazu ein Schweizer Armeemesser. Gut, der Plan ist hier Holzstücke, also so ganz feine Späne runterzuschnitzen. Wahrscheinlich würden sogar Feathersticks auch gehen. Also mit dem Mora, mit dem ich gerade vorher das Holz gespalten habe, geht es gut. Jetzt hier, es geht eigentlich auch mit dem ganz gut. Dann habe ich natürlich, um mir die Sache zu vereinfachen, ein bisschen hier Holz aus dem Baumarkt geholt. So, und da werde ich jetzt ein bisschen schnitzen. Also nachdem dieses Holz hier dem Bauhaus sehr trocken ist, sehr hart, man sieht, bin ich doch wieder dazu übergegangen, jetzt hier das etwas weichere Holz. Man sieht ja gerade den Unterschied. Ich meine, ich habe keine Ahnung vom Schnitzen, aber wenn man hier wirklich schneidet, ja, dann geht das irgendwie einfacher. Mal sehen, wie viel ich brauche, ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte halt schon ein bisschen was zusammensammeln, weil das soll dann als Unterboden dienen. Zumindest das ist die Idee. So, nachdem nach etwas längerer Zeit dieser Teil des Armes beginnt müde zu werden, bin ich drauf gekommen, dass es, wenn man den Daumen hier so verwendet, die Sache einfacher geht. Man sieht, das mit dem weichen Holz geht natürlich wirklich besser. Und dieses hier ist viel anstrengender auf die Dauer. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich mache das einfach einmal. Der Reini hat gesagt, wenn man glaubt, man hat genug, macht man auch einmal die doppelte Menge. Dann ist es erst wirklich genug. Also muss ich dann auch ein bisschen schnitzen. Oh, ich hoffe, das ist genug. Aus den Resten mache ich mal jetzt so kleine Späne. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Idee ist Feuereskalation. Start mit Birkenrinde. Dann das Material, das ich da zusammengeschnitzt habe und dann immer größer werdend
bis zu den beiden großen Brocken und dann müsste das Feuer eigentlich etabliert sein. Na, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich bereite nun die Birkenrinde vor. Die soll uns als Zunder dienen. Hier ist jetzt einmal alles soweit vorbereitet. Den Eskalationsstufen, der Sessel gehört nicht dazu, der wird nicht verheizt. Jetzt probieren wir mit dem Feuerstein, mit dem Feuerstahl, Entschuldigung, die Birke. Schaut gut aus. So, die nächste Eskalationsstufe. Und ich hoffe, dass es ab jetzt sich etabliert. Schaut ganz gut aus. Und die nächste Stufe, jetzt kommt dieses mittelgroße und dann zum Schluss, denke ich, müsste es, wenn man die großen raufgeht, soweit geschafft haben. Das Feuer selbst brennt. Das heißt, der Zunder mit der Birke, das hat wunderbar funktioniert. Die Holzstückchen, die geschnitzten, haben das Ganze sehr schön übernommen. Das hat eigentlich alles sehr schnell gebrannt. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ich hoffe, dass die Glut nachher für die Kotelett auch entsprechend gut ist. Mittlerweile ist das so ein richtiges Feuer geworden. Der Griller ist fast ein bisschen zu klein dafür, aber wenn wir die Kamera da jetzt ein bisschen evakuieren, sieht gut aus. Ich glaube, fast für den kleinen Griller sind die beiden großen Stücke fast zu groß. Ich denke, mit den kleineren hätte es auch genügt. Eventuell nehme ich da eins raus. So, das schaut jetzt schon sehr gut aus. Deshalb jetzt schon grillen. Ja, hat funktioniert. Was man vielleicht noch beachten sollte, ist, dass die Glut nicht so heiß ist wie bei Holzkohle scheinbar und daher die Garzeit länger ist. Gut. Und jetzt geht's ans Essen.